Wie Schnittbrot, scheibchenweise, kann sich Robert Palmer durch den Boden klicken. Wuchs quer durch die Schichten markiert, wird das Ausmaß sichtbar. Wie durch eine enge Schlucht fließt das Thermalwasser in diesem Bruch. Ob die Geothermie mal zum Renner wird, hängt allerdings nicht nur vom Stand der Technik. Das Ziel der Forscher, jede Bohrung muss ein Treffer sein. Spaßbad Erding. Hier war die Bohrung ein Volltreffer. Ungeplant. Man war ja eigentlich auf der Suche nach Öl. Nicht überall fließt im Untergrund Thermalwasser. Und eine Bohrung kostet rund 10 Millionen Euro. Bislang ein teures Glücksspiel. Diese Männer wollen dem Glück auf die Sprünge helfen. Und zwar südlich von München in der Gegend um Taufkirchen. Sie wollen noch vor einer Bohrung Gewissheit haben. Und daher herausfinden, wo es tief in der Erde Thermalwasser gibt. Ewald Lüschen will dazu in den Boden hineinschauen. Mit seinem Team bereitet er dafür eine äußerst aufwendige Messung vor. Dazu rollen große Fahrzeuge übers Land. Die Vibratoren erzeugen gezielt starke Erschütterungen im Boden. Die Gesteinsformationen reflektieren diese Erschütterungswellen unterschiedlich. Sogenannte Geophone können diese Echos messen. Jetzt kann der Kabeltrupp loslegen. Auf einer Fläche halb so groß wie der Ammersee werden 100 Kilometer Kabel verlegt. Alle 2 Meter wird ein Geophon im Boden versenkt. Insgesamt 30.000 Stück. Dann kommen die Vibratoren. Die gigantischen Fahrzeuge haben nur einen Zweck: Erschütterungen erzeugen. Ein Rüttelmechanismus versetzt diese Platte in Schwingungen. Alles vibriert. Die Geophone zeichnen die Echos aus dem Untergrund auf und hier kommen alle Daten an. Ja? Das hier ist die Batterie machen, oder? 288 auf 5. Am Bildschirm kann der Techniker zuerst einmal prüfen, ob alle Geophone funktionieren. Ja. Die Daten einer neuen Messung kommen gerade an. Die Vibrationen werden am Bildschirm sichtbar. Die Maschinen sorgen für großes Aufsehen, wenn sie in die Ortschaften hineinfahren. Wieder eine Messung. Dann geht es nur 6 Meter weiter, zur nächsten. Die Geophone zeichnen auch hier alles auf und schicken die Daten an den Messwagen. Hier kann Ewald Lüschen das erste Ergebnis begutachten. Was er sieht, nennt er Rohdaten. Sie liefern noch ein sehr undeutliches Bild. Aber die wasserführende Schicht, die Malmschicht, kann er schon erkennen. Drei Monate und viele Arbeitsstunden später. Ewald Lüschen präsentiert das Ergebnis am Bayerischen Landesamt für Umwelt. Hier sucht man nach Wegen, die Geothermie zu fördern. Besonders Robert Palmer ist gespannt. Er plant eine Geothermiekarte, in der alle Heißwasserströme unter Südbayern verzeichnet sind. Wie Schnittbrot, scheibchenweise, kann sich Robert Palmer durch den Boden klicken. Wo aber fließt das Thermalwasser? Deutlich erkennbar ein senkrechter Bruch in der Gesteinsformation. Die Schichten haben sich gegeneinander verschoben.
Wenn Robert Palmer die Lage des Bruchs quer durch die Schichten markiert, wird das Ausmaß sichtbar. Wie durch eine enge Schlucht fließt das Thermalwasser in diesem Bruch. Robert Palmer kennt den Boden rund um Taufkirchen jetzt sehr gut. Aber was ist mit dem Rest Bayerns? Solche aufwendigen Untersuchungen kann man nicht flächendeckend machen. Grundsätzlich haben wir eigentlich immer zu wenig Daten. Das heißt, der Untergrund Südbayerns. Die senkrechten Stäbe sind alte Ölbohrungen. Immer hat man protokolliert, welche Erdschichten durchstoßen wurden. Diese Daten helfen heute der Geothermie. Zwar ist damit der Blick in den Boden lange nicht so scharf wie mit den Vibratoren. Trotzdem konnte Robert Palmer den Verlauf des Thermalwassers einigermaßen kartieren. Zusammen mit weiteren Vibrationsmessungen sollen die Bohrungen in Zukunft kein Glücksspiel mehr sein. So wie es in Erding eines war. Die Erdinger hatten Glück im Unglück. Vergeblich suchten sie Öl, trafen stattdessen auf ein riesiges Reservoir an Tiefenwasser. Die Erdinger Thermenlandschaft ist inzwischen ein Wirtschaftsfaktor für den Münchner Nordosten.